Die Drohung. Wir haben sie verpasst, Sven! Wir sind schon viel zu weit! Unmöglich! Nach dem Peilgerät muss die Station jeden Moment vor uns auftauchen! Dann funktioniert das Peilgerät nicht richtig! Doch, Art! Vertrau mir! Arthur Cornwall blickte seinen norwegischen Kollegen Sven Jansson skeptisch an. Die beiden Wissenschaftler hatten sich nur wenige Kilometer, kaum 15 Minuten Fußmarsch, von ihrem Forschungslabor nahe dem Südpol entfernt, um ein Messgerät neu zu justieren. Ein Routineeinsatz, wie sie ihn schon unzählige Male erfolgreich durchgeführt hatten. Der Himmel war bei ihrem Abmarsch wolkenfrei gewesen und die Wetterstation hatte für die nächsten Stunden keinerlei Änderung vorhergesagt. Doch kaum, dass die Geologen ihre Arbeit erledigt hatten, war eine gigantische Wand aus Schnee und Eis auf sie zugerast. Und nun kämpften sie sich bereits seit über einer Stunde durch den Sturm, dessen mörderische Kälte mit Temperaturen von bis zu minus 40 Grad ihnen von Minute zu Minute stärker zusetzte. Sven, verdammt! Ich kann bald nicht mehr! Mach mir bloß nicht schlapp, Art! Wenn du jetzt zusammenbrichst, sind wir beide verloren! Aber wir laufen in die falsche Richtung! Nein! Ich sage dir, das Labor ist ganz in der Nähe! Hier! Sieh selbst! Tatsächlich! Das Signal ist völlig klar! Es sind vielleicht noch 100 Meter! Wir können... Was ist das? Der Boden zittert! Oh mein Gott! Vorsicht! Der Boden bricht auf! Zur Seite, Sven! Ich schaffe es nicht! Sinclair? Mein Name ist Rod Huxley. Ich muss mit Ihnen reden. Worum geht's? Nicht am Telefon, Sie sind mir bereits auf den Fersen. Wer? Die Hüter des Buches. Welches Buch? Das wissen Sie doch ganz genau. Sie haben es beinahe in den Händen gehalten. Hören Sie, ich habe Besseres zu tun, als Rätselraten zu spielen. Entweder Sie... Es geht um das Buch der grausamen Träume. Verdammt, reicht das? Sie wissen, wo es ist? Ich habe es sogar gesehen. Wo? In Deutschland. Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Also gut, Mr. Huxley. Wo sollen wir uns treffen? Kennen Sie den Kinderspielplatz im St. James Park? Ja, natürlich. In 2 Stunden, wenn es dunkel wird, seien Sie pünktlich. Sonst bin ich ein toter Mann. Aber wie... Hallo? Hallo? Ach. Oh. Oh. Sven? Sven, so sag doch was. Aua. Bist du okay? Kannst du deine Beine bewegen? Ja. Ja, ich glaube, bei mir ist alles in Ordnung. Gott sei Dank. Hast du mir den Mantel ausgezogen? Ja. Ich wollte nicht, dass du einen Hitzschlag bekommst. Nicht so schnell. Was ist mit meinem Kopf? Keine Sorge, die Wunde ist nicht so tief. Aber du warst so lange weg, dass ich mir langsam Sorgen gemacht habe. Wo um alles in der Welt sind wir hier? Es gab ein Schneebeben. Der Boden hat sich gespalten. Erinnerst du dich? Aber dies ist doch keine Eisspalte. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Als ich wach wurde, lag ich in diesem Urwald. Und kaum 20 Yards weiter habe ich dich gefunden. Arthur, willst du damit sagen, dass sich unter dem Südpol eine gigantische subtropische Höhle befindet? Für so eine Behauptung fehlen mir die Fakten. Ich weiß weder, wo wir sind, noch wie wir hier hinkamen. Aber das gibt es doch nicht. Es war so kalt, dass ich meine Glieder kaum noch gespürt habe. Und jetzt? Ich weiß, Sven. Es ist schwül warm. Ich weiß. Mein Gott, Art. Das kann doch nur ein Traum sein. Die Frage ist nur, wer von uns beiden träumt. Oh, oh. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Tier? Naja, eine Pflanze ist ruhiger. Oh Mann! Also wenn das ein Tier ist, dann ist es ziemlich groß. Wir sollten besser von hier verschwinden. Ja, du hast recht. Geht's? Ja, los, komm! Die Männer kämpften sich durch das Dickicht. Mannshohe Farne, lianenartige Gewächse und Schlingpflanzen machten ein rasches Vorankommen schier unmöglich.
Hinzu kam die stickige, feuchtwarme Luft, die den Forschern das Atmen erschwerte. Schon bald rann ihnen der Schweiß in Strömen aus den Poren. Immer wieder stolperten sie über steinhartes Wurzelwerk, um gleich darauf im sumpfigen Boden einzusinken. Es war eine Quälerei. Der Urwald schien kein Ende zu nehmen. Und dann passierte es. Hey, warte mal! Was ist? Bin ich jetzt verrückt oder ist das da hinten rechts eine Lichtung? Tatsächlich, du hast recht. Sieht aus, als hätte jemand eine riesige Schneise in den Wald geschlagen. Was hat das zu bedeuten? Das werden wir bald wissen. Komm. Du liebe Zeit. Diese Lichtung scheint sich über mehrere Kilometer zu erstrecken. Ja. Und da stehen Felsen oder sowas drauf. Mein Gott, Art. Sieh dir das an. Den beiden Forschern stockte der Atem, als sie den Rand der Lichtung erreichten. Die Gebilde waren nicht natürlich gewachsen, sondern aus massivem Stein geschlagene, meterhohe Platten, die wie gewaltige schwarze Mahnmale aus dem Erdreich ragten. Sven Jansson wischte sich über die Augen, ließ seinen Blick erneut über das mit den monolithähnlichen Felsen übersäte Feld wandern. Und plötzlich begriff er. Du, Art! Weißt du, was das hier ist? Nun, die Anordnung der Steine ist erstaunlich symmetrisch und... Aber Arthur, erkennst du es denn nicht? Was denn? Dies hier, dies ist ein gigantischer Friedhof. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Samstag, 20.51 Uhr, St. James Park, London. Das hat mir gerade noch gefehlt, im Dunkeln durch den Park zu wandern. Mr. Sinclair? Ja? Kommen Sie nicht näher. Bleiben Sie dort stehen. Mr. Huxley? Werfen Sie mir Ihren Ausweis rüber. Misstrauisch, wie? Ich habe keine andere Wahl. Hier. In Ordnung? Ja. Danke, dass Sie gekommen sind. Hier, Ihr Ausweis. Sie sagten am Telefon, Sie hätten das Buch der grausamen Träume gesehen. Ja, kommen Sie. Laufen wir ein wenig. Also? Nun, die ganze Geschichte begann vor 2 Wochen, als ein Mitglied des Oberhauses einem Ritualmord zum Opfer fiel. Der Secret Service wurde in die Ermittlungen eingeschaltet. Seitdem bin ich einer Art Sekte auf der Spur, die sich mit Hexenkult beschäftigt. Sie sind Geheimagent? Ja, noch. Meine Recherchen führten mich nach Deutschland, in den Harz. Haben Sie schon mal etwas von dem Brocken gehört? Dem Blocksberg, natürlich. Man behauptet, er sei ein Treffpunkt für Hexen. In der Walpurgisnacht kommen sie auf dem Gipfel zusammen, um sich in Ekstase dem Teufel hinzugeben. Das sagt zumindest der Volksmund. Der Volksmund? Ha! Bis vor 3 Tagen war ich wenig empfänglich für das Übernatürliche, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe weder an den Teufel noch an irgendwelche Hexen geglaubt. Aber dieser Berg... Da war eine Höhle. Frauen hatten sich dort versammelt. Sie waren nackt, knieten vor einem Buch und redeten wirres Zeug. Was genau? Zum Beispiel, dass in dem Buch die Geheimnisse der Hölle offenbart werden. Dass dort beschrieben steht, wie man einen mächtigen Dämon, den schwarzen Tod, vernichten kann. Was noch? Ich habe nur Bruchstücke verstanden. Die Frauen wurden immer aufgeregter, plapperten durcheinander. Etwas vom Ende der Welt, einer Entscheidungsschlacht zwischen dem Licht und dem schwarzen Tod. Wie bitte? Ihr Name fiel ebenfalls, Mr. Sinclair.
Zuerst hielt ich das alles für Unsinn, doch dann... Sie hat mich berührt. Moment, wer hat sie berührt? Oh, sie war... Sie... Nun reden Sie schon. Sie war böse, so unfassbar böse. Ein Geist, ein Dämon, der... Hier... Ich habe etwas, das ich Ihnen unbedingt zeigen will. Eine Lanze hatte den Brustkorb des Agenten von hinten durchbohrt und ragte nun gut 20 Zentimeter aus dem zerschmetterten Schlüsselbein. Noch bevor ich reagieren konnte, prallte etwas Hartes gegen meine rechte Schulter. Ich wurde zurückgeschleudert, rollte mich ab und sah im fahlen Mondlicht, wie sich ein Schatten hoch über die Baumwipfel erhob. Reflexartig zog ich die Bretter und zielte auf die geisterhafte Gestalt, die mit rot leuchtenden Augen und gefletschten Zähnen erneut auf mich zuraste. Na, warte! Ja. Das Wesen überschlug sich und verging noch im Flug. Was blieb, war eine stinkende, giftgrüne Wolke, die langsam vom Wind davongetragen wurde. War dies eine der Hexen gewesen, von denen Huxley mir erzählt hatte? Oh Mann! Huxley! Huxley, sind Sie... Ich drehte den Agenten auf den Rücken. Sein Kopf kippte leblos nach hinten, die Augen waren verdreht. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Was hatte mir Huxley nur zeigen wollen? Ich durchsuchte ihn, fand einen Ausweis, Banknoten verschiedener Währungen und ein Foto. Inzwischen war es so dunkel geworden, dass ich mein Feuerzeug aus der Jackentasche holen musste. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh mein Gott. Die kleine Flamme flackerte im Wind hin und her und warf bizarre Schatten auf das Bild. Doch das Licht reichte aus, um erkennen zu können, wen die Fotografie zeigte. Mir stockte der Atem. Es war eine Frau. Eine Frau, die ich nur allzu gut kannte. Karin Mallmann. Das darf doch alles nicht... Ja? John hier. Mach dich bereit. Wir müssen so schnell wie möglich nach Deutschland. Was ist denn passiert? Wie es aussieht, bläst der schwarze Tod zum letzten Gefecht. Samstag, 22.10 Uhr, in der Wohnung von Kommissar Will Mallmann. Nein! Nein! Bleib weg von mir! Du darfst nicht! Vorsicht! Er kommt! Er will dich holen! Will Mallmann wälzte sich schweißgebadet in seinem Bett hin und her, als wolle er den Albtraum, diesen entsetzlichen Albtraum, abschütteln, der ihn seit dem tragischen Tod seiner Frau Nacht für Nacht heimsuchte. Immer wieder durchlebte er die schrecklichsten Sekunden seines Lebens, schritt mit seiner geliebten Karin Arm in Arm auf das Portal zu, das zwei Messdiener öffneten, um das gerade vermählte Paar in ein neues Leben zu entlassen. Das Sonnenlicht, die frische Luft und dann die mörderische Sense. Karin! Lass mich nicht allein, Will. Karin, nicht! Oh. Karin! Es tut so weh. Nein! Völlig durchnässt stieg Will aus dem Bett, torkelte ins Badezimmer und benetzte sein Gesicht mit kühlem Wasser. Als er sich im Spiegel sah, erschrak er vor seinem eigenen Antlitz. Der Kommissar war in den letzten Wochen um Jahre gealtert. Er sah abgemagert aus, sein Blick war trübe, die Falten lagen ihm tief im Gesicht. Ohne sich abzutrocknen, ging er zurück ins Schlafzimmer und ließ sich auf das Bett fallen. Er wusste, dass ihn jeder Atemzug dem nächsten Albtraum näher brachte. Manchmal wünschte er sich, gar nicht mehr zu atmen. Ich vermisse dich so sehr, Karin. Ich vermisse dich so sehr. Hallo? Wer ist da? Verwirrt blickte Will in den Raum. Er hatte die Stimme gehört und doch war außer ihm niemand im Zimmer. Verdammt, habe ich etwa schon wieder geträumt? Jetzt war Will sicher, dass er sich die Stimme nicht eingebildet hatte. Sie war direkt hinter ihm erklungen. Doch da war nichts. Nur sein Nachttisch mit Karins Bild und... Plötzlich hatte der Kommissar das Gefühl, ihm würde Eiswasser durch die Adern fließen.
Fassungslos starrte er auf das Foto. Karins Lippen hatten sich bewegt. Ja, die Lippen auf dem Bild. Karin? Bist du es, Liebling? Ist große Gefahr. Gefahr? Was für eine Gefahr? Karin! Karin! Komm zurück! Karin, sprich mit mir! Oh, verdammt! Ja? Will, bist du's? John! Gott sei Dank, dass du anrufst. Was ist denn passiert? Wir haben eine Warnung bekommen, John. Eine Warnung aus dem Totenreich. Das glaubt uns zu Hause niemand. Ich glaube es ja selbst kaum, aber dies hier sind doch eindeutig Grabsteine, oder nicht? Ich weiß nicht, Sven. Wer soll denn hier begraben liegen? Gute Frage. Die Inschriften kann man kaum entziffern. Mir gefällt das alles nicht. Sollen wir uns ein bisschen umsehen? Ehrlich gesagt würde ich am liebsten von hier weggehen. Warum? Nehmen wir mal an, dies hier ist tatsächlich ein Friedhof. Dann muss ihn doch irgendwer gebaut haben. Eben. Vielleicht gibt es außer uns noch andere Menschen in der Nähe. Bauen Menschen so große Grabsteine? Mann, jetzt mach mir aber keine Angst. Ich versuche nur, unsere Situation zu analysieren. Und wo sollen wir deiner Meinung nach... Ach du Scheiße. Wo kommt denn plötzlich der Rabe her? Das ist kein Rabe. Dafür ist er viel zu groß. Er beobachtet uns. Verdammt, Sven. Wir müssen von hier verschwinden. Glaubst du denn, der Rabe lässt uns gehen? Ich habe jedenfalls keine Lust darauf zu warten, dass er uns angreift. Hey, warte. Wo willst du denn hin? Ich gehe zurück in den Dschungel. So, warte doch. Du kannst doch nicht alleine... Und ob ich kann. Wir werden ja sehen, was... Vorsicht, Art! Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, breitete der Vogel plötzlich seine gewaltigen Flügel aus und stieß sich ab. In Panik warf sich Arthur herum und rannte um sein Leben. Doch kaum, dass er den Waldrand erreicht hatte, gruben sich zwei riesige Krallen in sein Haar und zogen ihn unbarmherzig nach hinten. Der Forscher hatte den Eindruck, ihm würde die Kopfhaut vom Schädel gerissen. Er spürte, wie warmes Blut über sein Gesicht lief und riss in letzter Verzweiflung die Arme hoch, um seine Augen zu schützen. Sven! Hilf mir! Wie denn, um Gottes Willen? Wie denn? Hilflos musste Sven mit ansehen, wie das Monstrum seinen Freund mit brutaler Gewalt zurück auf den Friedhof schleifte, um ihn schließlich wie ein achtlos weggeworfenes Stück Müll zwischen zwei Grabsteinen liegen zu lassen. Ah! Arthur! Oh Gott, Arthur! Ah! Nimm die Hände runter! Lass mich sehen! Verdammt, wo kommt das ganze Blut her? Ganz ruhig, Art. Es sieht viel schlimmer aus, als es ist. Es fühlt sich auch schlimmer an. Du, ich... Oh. Es tut mir leid, Arthur. Ich wusste nicht, wie... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Sven. Die Suppe habe ich mir selbst eingebrockt. Du hast ein paar Fleischwunden. Aber das kriegen wir wieder hin. Im Rucksack ist ein Verbandskasten. Ich dachte, das Biest bringt mich um. Ich auch. Aber wenigstens wissen wir jetzt, woran wir sind. Ach ja? Dann klär mich mal auf. Der Rabe scheint eine Art Wächter zu sein. Ein Wächter? Ja. Er will nicht, dass wir den Friedhof verlassen. Aber warum sollte er uns hier festhalten wollen? Weil ihr mein seid. Mein Gott! Arthur! Was ist das? Die beiden Männer erschraken bis ins Mark, glaubten endgültig dem Wahnsinn zu verfallen, als sich kaum 10 Meter von ihnen entfernt eine monströse Abscheulichkeit wie aus dem Nichts materialisierte. Ein gigantisches schwarzes Skelett, das sie aus tief in den Höhlen liegenden, glutrot leuchtenden Augen anstarrte. Das Ungeheuer beugte seinen mächtigen Schädel vor und zeigte mit seiner knöchernen Hand auf die vor Angst erstarrten Menschen. Ich bin der Herrscher, der Tyrann, die Drohung. Ich habe euch in mein Reich geholt, damit ihr ein frisches Grab aushebt. Ein Grab? Etwa für uns? Nein, für meinen Erzfeind, für John Sinclair.
Sonntag, 9.52 Uhr, an Bord einer Boeing 737. Und du glaubst wirklich, dass sich Karin Malmanns Seele irgendwo im Zwischenreich aufhält? Alles weist darauf hin. Will hat ihre Stimme ganz deutlich gehört. Oh Mann, das muss hart für ihn sein. Ich weiß nicht, Zuko. Als ich ihn gestern Nacht anrief, klang er wie ausgewechselt. Er war wieder voller Energie, voller Tatendrang. Kein Vergleich zu den letzten Wochen. Ich kann nur hoffen, dass er nicht ein zweites Mal enttäuscht wird. Du machst dir Sorgen um ihn, nicht wahr? Nicht nur um ihn. Ich habe ganz stark das Gefühl, kurz vor dem entscheidenden Kampf mit dem Schwarzen Tod zu stehen. Wäre es dann nicht besser, Unterstützung von außen zu holen? Professor Zamora würde bestimmt sofort zu uns kommen. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber noch wissen wir nicht genau, was sich im Harz zusammenbraut. Lass uns noch ein bisschen weiter forschen. Zamora können wir später immer noch rufen. Und wo fangen wir mit der Suche an? Ich habe in Huxleys Jacke die Visitenkarte eines Gasthauses gefunden. Es liegt in einem Dorf ganz in der Nähe des Brockens. Wie heißt das Dorf? Gramlage. Hoffentlich kann man uns dort erzählen, wo Huxley seine Klettertour gemacht hat. Sonst finden wir die Höhle nie. Ist der Brocken denn so hoch? Über 1100 Meter. Auweia. Du sagst es. Mal angenommen, wir finden die Höhle. Was machen wir dann? Dann sollten wir uns bis an die Zähne bewaffnen. Wenn das Buch tatsächlich dort oben ist, wird es bestimmt gut bewacht. Na, das klingt ja wieder mal nach einem richtigen Erholungsurlaub. Wir erreichten Hannover mit einer halben Stunde Verspätung. Will Malmann erwartete uns. Er war bereits mit der ersten Maschine aus Frankfurt gelandet. Ich hatte ihn seit der Hochzeit mit Karin nicht mehr gesehen und erschrak im ersten Moment darüber, wie abgemagert mein Freund aussah. Doch die Begrüßung war herzlich, sein Blick entschlossen. Gemeinsam besorgten wir uns einen Leihwagen und keine zwei Stunden später fuhren wir durch die dicht bewachsenen Wälder des Harz. Gramlage war ein kleiner Ort. Es war schwierig, eine Karte zu finden, auf der das Dorf überhaupt verzeichnet war. Schon bald wurde mir klar, warum. Du liebe Zeit, was ist das denn für eine Straße? Straße? Ich sehe keine. Entschuldigt bitte, ihr habt mir gesagt, ich soll hier lang fahren. Nach dieser Karte sind wir richtig. Wie weit ist es denn noch? Nicht sehr weit. Wir kommen gleich an die Grenze. Grenze? Ja, dann müssen wir aussteigen, durch einen unterirdischen Tunnel robben und hoffen, dass uns die Soldaten auf der anderen Seite nicht erschießen. Habe ich da irgendetwas verpasst? Lass dich nicht auf den Arm nehmen, Zuko. Diese Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei. Ja, aber die Straße scheint von der Wiedervereinigung vergessen worden zu sein. Seht mal, ein Schild. Gramlage, 6 Kilometer. Habe ich doch gleich gesagt. Ob das die Stoßdämpfer noch lange mitmachen? Ich habe schon Schwielen am Hintern. Was hatte ein Geheimagent des Secret Service nur in dieser Gegend verloren? Er war einem Hexenkult auf der Spur. Viel mehr hat er mir leider nicht erzählen können. Und ihn hat wirklich eine Hexe umgebracht? Ich denke schon. Nach allem, was ich über Hexen weiß, sind sie kraftvolle, mächtige Wesen, die blitzschnell zuschlagen und äußerst brutal vorgehen. Dann haben sie bestimmt auch die Straße gebaut. Aber wenn sie so mächtig sind, warum haben sie Huxley nicht schon früher getötet? Eine gute Frage. Vielleicht wollten sie, dass er mir vom Brocken erzählt. Um dich in eine Falle zu locken? Ja, und der Speck darin ist das Buch der grausamen Träume. Du, John, Karin sagte etwas von einer Falle für dich. Umso wichtiger, dass wir vorsichtig vorgehen. Vorsicht! Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, uns ist ein Reifen geplatzt. Na prima. Kommt, lasst uns aussteigen. Oh nein! Beide Vorderreifen und ein Hinterrad sind kaputt. Wenn das ein Zufall ist, fresse ich einen Besen. Seht mal, was hier auf dem Boden liegt. Nägel. Und zwar eine ganze Menge. Ein dummer Jungenstreich? Möglich, aber unwahrscheinlich. Stimmt, das alles sieht mir eher... Ah! Pass auf, der Erbe! Oh mein Gott, er hat ihm die Augen auf! Schießt an! Er ist explodiert! Zuko! Alles in Ordnung, John. Du blutest. Ja, das Biest hat mich gekratzt. Ist aber nicht weiter schlimm. Das war doch nie im Leben ein normaler Rabe. Nein, Raben explodieren nicht, wenn man sie tötet. Und sie sind auch nicht so aggressiv. Mein Gott! Seht ihr etwa auch, was ich sehe? Hoffentlich siehst du was anderes als ich. Keine 5 Meter von uns entfernt, in der entlaubten Krone eines Baumes, hockten sie. Ich zählte mindestens 20 Raben. Sie beobachteten uns aus gelben, regungslosen Augen, schienen ihre Chancen in einem Kampf abzuschätzen. Und dann griffen sie an. Oh mein Gott, sie kommen! Du! Meinst du nicht, dass das langsam reicht, Sven? Nein, wir müssen weiter graben.
Wie weit denn noch? Von mir aus bis zum Erdkern. Sven, hör auf. Das Grab ist tief genug. Ich will aber nicht aufhören. Was ist nur los mit dir? Na, was glaubst du wohl? Wenn wir mit dem Ausheben fertig sind, hat dieses Monstrum doch keine Verwendung mehr für uns. Dann sind wir geliefert, Art. Das weißt du nicht. Vielleicht lässt uns das Skelett auch wieder gehen. Ach ja, und wohin? Mensch, beruhige dich. Das Ding ist nicht hinter uns her, sondern hinter diesen Sinclair. Ich hab Angst, Art. Ich hab so entsetzliche Angst. Ich auch, aber wir dürfen jetzt nicht in Panik geraten. Hörst du? Ja, vielleicht hast du recht. Außerdem muss dieser Sinclair ungewöhnlich stark sein, wenn ihn das Skelett als seinen Erzfeind bezeichnet. Du meinst, er ist noch gar nicht tot? Ich will es nicht hoffen, sonst... Was war das? Die Erde hat gezittert. Ja, aber das war kein natürliches Beben. Da, schon wieder. Als wäre etwas Großes auf den Boden geschlagen. Wir müssen hier raus. Komm. Ja, drück mich hoch. Ja. So, und jetzt dich. Gib mir deine Hand. Ja, gut so. Also, das Grab ist mit Sicherheit tief genug. Mann, Arthur, diese Stöße werden immer stärker. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber... Aber? Los, sag schon. Kennst du den Film Jurassic Park? Verdammte Scheiße, Arthur! Das ist ein Tyrannosaurus! Ein mit langen Reißzähnen besetztes Maul, groß wie ein Scheunentor, öffnete sich und das Fauchen schallte den Männern entgegen wie die Trompeten des jüngsten Gerichts. Nie zuvor hatten die Wissenschaftler etwas derart Mächtiges gesehen. Das grässliche Untier stampfte mit gewaltigen Schritten auf sie zu, warf dabei den massigen Schwanz hin und her, der mühelos ganze Baumreihen entwurzelt hätte. Oh Gott, er will uns umbringen! Wir müssen hier weg! Wohin denn? Das Grab! Die Männer zögerten keine Sekunde. Sie warfen sich herum, sprangen in das rechteckige Loch. Kaum, dass sie sich auf den Boden gekauert hatten, prallte das gigantische Maul auf die Öffnung. Die gefletschten Zähne der Echse suchten die Männer zu fassen. Doch das Grab war für die übergroßen Kiefer der Bestie zu schmal. Wütend hackte der Tyrannosaurus in das Loch, warf dabei seinen Kopf hin und her und verbreiterte so den Rand der Grube. Und dann geschah es. Sieh nur, der Rabe! Er hat dem Saurier ein Auge ausgehackt. Der Rabe kämpft mit dem Biest. Komm, wir müssen hier raus. Bist du verrückt? Da draußen ist ein T-Rex. Solange der Rabe mit ihm beschäftigt ist, können wir fliehen. Also gut, ich drück dich hoch. Schnell, jetzt! Und jetzt du, beeil dich! Ja, hier meine... Vorsicht, der Schwanz! Mit mörderischer Wucht prallte der Schwanz gegen den Körper des Mannes, der wie ein Spielzeug durch die Luft gewirbelt wurde und hart auf einen der Grabsteine schlug. Die Augen des Norwegers weiteten sich. In unmittelbarer Nähe seines ohnmächtigen Freundes tobte der Kampf weiter. Das Ungeheuer konnte den wehrlosen Mann leicht zertrampeln. Und dann hörte Sven erneut das entsetzliche Brüllen. Der Schnabel hackte in das zweite Auge des Ungeheuers. Der Saurier war jetzt blind, drehte sich in Panik um die eigene Achse und stürzte ziellos zurück in den Dschungel. Er hatte den Kampf verloren und würde nun zur Beute für andere werden. Sven hörte noch das Klagen der Heulen, als er sich mit einem mächtigen Klimmzug aus der Grube zog und zu Arthur eilte. Art! Art! Sag doch was! Verdammt! Du kannst mich doch nicht einfach so im Stich lassen! Art! Zuko, die Dämonenpeitsche! Ja. Wir schaffen es nicht, es sind so viele! Wir müssen zurück in den Wagen! Schnell! Vorsicht, John, hinter dir! Hey, was ist denn jetzt los? Sie ziehen sich zurück. Aber wieso? Sie waren uns klar überlegen. Psst, hört mal. Das klingt wie ein Traktor. Ja, da hinten kommt er. Steckt eure Waffen weg. Ja, natürlich. Hey, Sie! Halten Sie an! Ach, du meine Güte, was ist denn mit Ihnen passiert? Wir hatten einen Unfall. Irgendjemand hat hier Nägel auf die Fahrbahn gestreut. Tatsächlich? Und wovon haben Sie die ganzen Kratzer? Ein Schwarm Vögel hat uns angegriffen. Vögel? Ja, wir wissen auch nicht, was mit den Tieren los war. Ihre Wunden müssen behandelt werden. Soll ich sie mitnehmen? Fahren Sie zufällig nach Gramlage? Nun, freilich. Das trifft sich gut. Wir sind auf der Suche nach einem Gasthof. Ach,
Dann wollen Sie zum geschlachteten Lamm. Tatsächlich? Woher wissen Sie das? Erstens, es gibt nur einen Gasthof in Grömlag und zweitens, er gehört mir. Oh, da haben wir ja richtig Glück gehabt. Glück? Ich weiß nicht, was alle Welt plötzlich auf meinen Hof zieht. Steigen Sie auf den Anhänger. Mit Vergnügen. So, hier ist Verbandszeug und ein bisschen Alkohol. Danke, sehr freundlich. Aber ich glaube, es geht schon. Nicht geht. Von sowas bekommt man leicht eine Blutvergiftung. Den Kopf etwas zur Seite, bitte. Wie Sie meinen, Herr... Kröger, mein Name. Hans Kröger. Herr Kröger, wir sind auf der Suche nach einem Mann, der hier übernachtet haben soll. Rod Huxley. Der Engländer, ja, der war hier. Ein seltsamer Kauz. Hat mich über den Brocken ausgefrocht. Wollte alles über Hexen wissen. Was genau? Sind Sie von der Polizei? Vom Bundeskriminalamt. Oh. Hat der Mann sich was zu Schulden kommen lassen? Nicht direkt. Er wurde ermordet. Was? Verzeihung. Sein Tod steht in Verbindung mit den Legenden, die sich um den Brocken drehen. Haben Sie eine Ahnung, ob etwas Wahres an den Geschichten dran ist? Den Geschichten über Hexen? Zum Beispiel. Nö, das kommt ganz drauf an. Wissen Sie, in dieser Gegend ist der Aberglaube zu Hause. Manchmal verirren sich Touristen in unser kleines Dorf und finden es ganz aufregend, sich von mir nächtens der alten Sachen erzählen zu lassen. Aber dieser Huxley war anders. Sein Interesse ging weiter. Er wollte herausfinden, ob hier in der Nähe immer noch okkulte Hexenrituale durchgeführt werden. Und? Ich habe ihm geraten, nicht weiter zu forschen. Es klingt in Ihren Ohren vielleicht kindisch, aber in dieser Gegend gibt es Dinge, die man nicht mit dem normalen Menschenverstand begreifen kann. Und damit meine ich keine Marketing-Ex für Touristen. Das ist überhaupt nicht kindisch, Herr Kröger. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Übernatürliche existiert. Dann sollten Sie auch wissen, wie gefährlich es sein kann, mit dem Bösen in Kontakt zu treten. Sie sind davon überzeugt, dass die Hexen wirklich existieren? Die meisten Menschen denken bei dem Begriff Hexe an eine alte, bucklige Frau mit einer großen Warze auf der Nase und einem fliegenden Besen. Aber ich rede von schrecklichen Dämonen, deren Blick so furchteinflößend ist, dass er einen Menschen in den Irrsinn treiben kann. Sie haben ihre Macht bereits zu spüren bekommen. Oder waren das keine Raben, die Sie angegriffen haben? Woher wissen Sie? Huxley hat das Böse herausgefordert. Er hat alle Warnungen ignoriert. Das sollten Sie nicht tun. Leider gibt es für uns kein Zurück mehr, Herr Kröger. Entweder wir finden die Hexen oder Sie finden uns. Ich verstehe. Werden Sie uns helfen? Ich kann's versuchen. Wo hat Huxley nach den Hexen gesucht? Es gibt oben auf der Ostseite mehrere Spalten im Fels. Einige gehen so tief in den Berg, dass sie richtige Höhlen bilden. Wissen Sie, wie wir da hochkommen? Das dürfte schwierig werden. Der Aufstieg führt über die Klippen. So viel Zeit haben wir nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Tja, Schon, aber die wäre nicht ganz ungefährlich. Bitte, reden Sie. Es gibt da einen alten Lift, der bis zum Gipfel raufführt. Aber der ist schon seit vielen Jahren stillgelegt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch funktioniert. Könnten Sie ihn bedienen? Ich denke schon, aber erlaubt ist das bestimmt nicht. Ich gebe Ihnen die Erlaubnis. Ist es einfach, mit Ihnen Probleme zu lösen? Wie lange brauchen wir bis zur Station? Mit dem Traktor vielleicht eine Stunde. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Aber vergessen Sie nicht, auf dem Lift sind Sie ein leichtes Ziel für die Hexen. Lassen Sie das unsere Sorge sein. Wir werden uns schon zu wehren wissen. Sonntag, 21.39 Uhr, Queen's Gate, Knightsbridge, London. Ihr Wasser, Sir? Danke. Ach, sagen Sie, ist Sir Andrew schon eingetroffen? Leider noch nicht, Sir. Wenn Sie sich noch etwas gedulden möchten. Was anderes bleibt mir wohl nicht übrig. Sehr wohl. Der Club zählte zu den exklusivsten in London. Seine Mitglieder trugen fast ausnahmslos das Adelsprädikat und hatten sich um diverse Edelmetalle auf der Brust ebenso verdient gemacht, wie um das Privileg, hier jeden Abend gesehen werden zu dürfen. Gegen ein großzügiges Entgelt natürlich.
Sir Paul genoss vor allem die Ruhe, mit der er in seinem Ledersessel sitzen und die aktuellen Gazetten aus aller Welt studieren konnte, bevor er mit Sir Andrew bei der obligatorischen Partie Bridge den Abend ausklingen lassen würde. Doch sein Opponent ließ auf sich warten. Sir Paul hatte schon 3 Blätter durchgelesen und obwohl man es dem Superintendent äußerlich nicht ansah, wurde er langsam ungeduldig. Sir? Ja? Sir Andrew hat soeben angerufen. Es ist ihm leider unmöglich, in den Club zu kommen. Geschäfte halten ihn zurück. Ah. Nun gut, dafür habe ich Verständnis. Meinen Mantel bitte. Sehr wohl, Sir. Auch ein Taxi? Ja. Kommt sofort, Sir. Angenehmen Abend noch, Sir. Danke. Es war kühl geworden in London. Nebel bildete sich in den Straßen der Metropole. Sir Paul verließ seinen Club und schritt durch den Dunst auf das Taxi zu, dessen Fronttür bereits offen stand. 75 Oakley Gardens, bitte. Eine schalldichte Glasscheibe fuhr hoch und trennte Fahrer und Gast. Eine übliche Prozedur bei den hochrangigen Gästen des Clubs, der Wert darauf legte, dass die Privatsphäre seiner Mitglieder sogar noch im Taxi gewahrt wurde. Bequem lehnte sich Paul zurück, legte seine Hände auf die Oberschenkel und schaute nach vorn. Plötzlich stutzte er. Der Fahrer war abgebogen und fuhr nun Richtung Westen auf die Themse zu. Das war nicht der direkte Weg, den er verlangt hatte. Hallo! Hallo, hören Sie! Das ist der falsche Weg! Was zum Teufel? Das Gas war farb, aber nicht geruchlos. Der Gestank von Schwefel und faulen Eiern stieg dem Superintendent in die Nase. Sofort hielt er die Luft an. Seine Augen suchten nach den Düsen, aus denen das Zischen drang. Doch er fand sie nicht. Panik wallte in ihm hoch. Er konnte den Atem nicht ewig anhalten. Verzweifelt zog er am Türgriff, ohne Erfolg. Der Fahrer hatte den Wagen von innen verriegelt. Die ersten Sterne explodierten vor Pauls Augen. Der Luftmangel wurde immer größer, zwang ihn einzuatmen. Oh Gott, stinkt das! Sir Paul kippte zur Seite und rollte in den schmalen Raum zwischen Vorder- und Rückbank. Der Fahrer hatte im Rückspiegel den aussichtslosen Kampf beobachtet und schaute nun kurz nach hinten. Ein dunkler Totenschädel mit grellrot leuchtenden Augen grinste auf den Besinnungslosen nieder. So, das ist sie. Du kriegst die Tür nicht zu. Vielleicht sollten wir doch über eine Alternative nachdenken. Sagen Sie nicht, ich hätte sie nicht gewarnt. Da passt ja nur jeweils eine Person in die Gondel. Und die Sicherheitsbügel fehlen auch. Ach du Scheiße. Warum wurde die Seilbahn damals stillgelegt? Ich will's gar nicht wissen. Weiter oben herrschen meist starke Winde. Die Stabilisatoren können auf Dauer die Gondel nicht in der Bahn halten. Sehen Sie nur, wie die kleinen Rollen auf dem dünnen Seil tanzen. Da besteht nicht nur die Gefahr, dass jemand aus der Gondel geschleudert wird, sondern auch... Danke, Auszeit. Noch mehr Details und ich gehe. Ist das Ding überhaupt fahrtüchtig? Mal sehen. Wenn die Schaltdörfer noch mit Strom versorgt wird... Sehen Sie? Großer Gott. Ich glaube, mir wird schlecht. Tja, Freunde... Ich kann keinen von euch zwingen, da reinzusteigen. Eines ist klar, der Einsatz wird gefährlich. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen wollt. Und wenn ich diesmal passen würde? Ist schon okay, Will. Ich kann das sehr gut verstehen. Danke, John. Du bleibst also hier? Nein, aber es ist ein tröstendes Gefühl zu denken, dass ich die Wahl hatte. Es wird mir helfen, kurz bevor ich aufschlage. Was ist mit dir, Zuko? Das wird bestimmt wieder lustig. Also gut, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Die Sonne geht bald unter. Ja. Lass uns diesen Höllenritt so schnell wie möglich hinter uns bringen. Ist das denn wirklich nötig, Sven? Tut mir leid, Art. Ich kann deinen Arm nicht schienen, solange der Knochen abgerutscht ist. Was genau hast du denn vor? Ein kräftiger Ruck reicht. Das tut zwar ein bisschen weh, aber du wirst es überleben. Es grenzt ohnehin an ein Wunder, dass du nicht mehr abgekriegt hast. Mir reicht's. Bist du bereit? Nein.
Dann zähl jetzt bis drei. Ich? Arthur. Also gut. Eins. Zwei. Scheiße, Sven! Mein Arm! Dafür wirst du mir eines Tages noch dankbar sein. Mist! Tat das weh! Entspann dich. Das Schlimmste hast du überstanden. Das glaube ich kaum. Oh Gott! Das Skelett! Das ist das Ende! Sieh nur! Es trägt jemanden über der Schulter. Einen Menschen. Hier. Kümmert euch um ihn. Wer ist das? Sein Name ist Powell. Wenn er wach wird, sagt ihm, dass der Sohn des Lichts so gut wie tot ist und dass ihr alle bald seinem Schicksal folgen werdet. Das Gestänge knarrte und ächzte bedrohlich. Ich warf einen Blick zurück, was gar nicht so einfach war, denn auf dem schmalen Sitz hatte ich kaum Platz. Suko winkte mir zu. Will fuhr hinter ihm. Ich war beruhigt zu sehen, dass bei den beiden alles in Ordnung war. Die Dämmerung nahm jetzt zu. Der Gipfel des Brockens verschwamm schon im Grau des heranziehenden Abends. Unter mir strömte Wasser zu Tal. Je höher wir kamen, desto kälter wurde es. Ich stellte meinen Mantelkragen hoch und presste die verschränkten Arme gegen den Brustkorb. Na, ist dir kalt, John? Etwas. Verdammt, geht das hier steil runter, Leute. Du brauchst keine Angst zu haben, Will. Heute ist es windstill. Das hat mit Angst nichts zu tun, sondern mit dem normalen Selbsterhaltungstrieb. Was schätzt du, John? Wie hoch sind wir jetzt? Hoch genug, um nicht mehr ohne Fallschirm aus der Gondel zu steigen. Ich denke... Was ist? Er denkt. Wartet mal, da oben ist etwas. Meinst du die Nebelwand? Ja, da stimmt etwas nicht. Wie kommst du darauf? Sie ist aus dem Nichts aufgetaucht, von einer Sekunde zur anderen. Ja, auch die Form ist seltsam. Sie sieht aus wie ein großer Ball. John, wenn das eine Falle ist... Okay, wir brechen ab. Herr Kröger? Ja? Stoppen Sie den Motor, holen Sie uns zurück. Verstanden, einen Moment. Immerhin stehen wir schon mal. Hoffentlich nicht zu lange. Herr Sinclair? Was ist? Ich habe Probleme mit der Elektronik. Oh nein. Was für Probleme? Die Umschaltung auf das Gehen. Herr Kröger? Herr Kröger? Das sieht nicht gut aus, John. Was sollen wir jetzt machen? Gute Frage. Beten vielleicht. Wir fahren wieder. Ja, aber weiter nach oben. Gut festhalten, Leute. Gleich sind wir im Nebel. Kannst du schon etwas erkennen? Nein, nur dass der Nebel ungewöhnlich dicht ist. Ich tauche gleich ein. Jetzt! Und? Noch ist alles ruhig. Die Sicht beträgt weniger als 2 Meter. Jetzt stehen wir ja schon wieder. John, du bist als einziger von uns im Nebel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die haben es auf mich abgesehen. Ich hänge hier ganz in der Nähe von einem Pfeiler. Vielleicht kann ich mich hochziehen und... Ich melde mich gleich wieder. Suko, bleib sitzen! Hey Leute, behaltet mir bitte die Nerven da hinten, ja? Suko, bist du noch zu retten? Kletter zurück in deine Gondel! Was macht er, Will? Dieser Lebensmüde hangelt sich am Drahtseil entlang. Was? Ja, er hängt frei in der Luft und nähert sich... Ein Schatten war an mir vorbeigehuscht, hatte mir das Funkgerät aus der Hand geschlagen. Sofort zog ich meine Beretta, klammerte mich mit dem freien Arm so gut es ging an das Gestänge der Gondel und blickte in alle Richtungen. Und dann tauchten sie auf. Fratzenhafte Gesichter schälten sich aus der Nebelsuppe. Unheimlich. Bösartig. Sie waren überall. Vor mir, hinter mir. Schemenhaft sah ich dunkle Frauenkörper durch die Wolke fliegen. Krallenhände schossen aus dem Dunst, um sich sofort wieder zurückzuziehen. Die Hexen griffen mich nicht an. Sie belauerten mich nur, als wäre ich ein Beutetier, dessen Kräfte bald nachlassen würden. Das Knirschen war über mir ertönt. Ich blickte hoch und sah 2 grässliche Gestalten, die sich an dem Seil zu schaffen machten. Deutlich sah ich, wie sie ihre beigegrauen Zähne in das blanke Metall bohrten. Ja, sie bissen es durch. Jetzt ging es um Sekunden. Ich hob meinen Arm, wollte gerade abdrücken, als ein verzerrtes, uraltes Gesicht von links auf mich zuraste. Das Gesicht der Hexe zerplatzte und noch bevor sie sich ganz aufgelöst hatte, schlug mir ein weiterer Schatten die Beretta aus der Hand. Ich griff nach meiner Ersatzwaffe, legte auf die Hexen über mir an und erstarrte.
Das Seil hing bereits in Fetzen. In diesem schrecklichen Augenblick wurde mir klar, dass ein Absturz unvermeidlich war. Und dann hörte ich das hässliche Knacken. Das ist das Ende, dachte ich, als die Gondel mit mir in die bodenlose, grau-weiße Tiefe fiel. Ende des ersten Teils.